Herzlich willkommen zurück und Glück auf, ihr Lieben. Thema heute wird sein Mineralien und Erze. Doch bevor wir starten, lasst mal einen Daumen nach oben da und schreibt gerne einen Kommentar, auch wenn es nur ein Smiley ist. Das ist auf jeden Fall kostenlos und hilft, die Informationen zu verbreiten, auch das Video zu verbreiten. Der YouTube-Algorithmus nennt das Engagement. Ja, das soll es dazu gewesen sein. Weiter zum Thema. Los geht's. Ja, dieser Teil über Mineralgesteine wird auch wieder zweigeteilt. Das heißt, wir haben hier Schwingung des Kosmos, Teil 45, Part 1. Um das Kapitel über Dämpfe und Verdunstungen abzuschließen, sprechen wir über die Auswirkungen von Verdunstungen innerhalb des Bodens, wenn sie in den Tiefen der Erde eingeschlossen sind. Dort werden zwei Kategorien von Substanzen erzeugt, ähnlich wie auf der Oberfläche der Erde, da wir sowohl dampfende als auch rauchige Dämpfe haben, das heißt feuchte und trockene. Ich hatte letztens ein paar Kommentare von etwas nicht so freundlichen Menschen und die haben das Prinzip zwischen feuchten und trockenen Dämpfen nicht ganz verstanden. Nochmal zur Erklärung, ein trockener Dampf ist zum Beispiel, wenn Feuer brennt, entsteht Rauch. Das ist ziemlich trockener Dampf. Und wenn Wasser zum Beispiel siedet, dann entsteht ein feuchter Dampf. Jedenfalls entstehen so Mineralgesteine und metallische Erze. Die trockene Verdunstung, die das Feuerelement beeinflusst, erzeugt Mineralgesteine wie verschiedene magmatische Gesteine, roten vulkanischen Schwefel, männige Schwefel und ähnliche Substanzen. Die meisten Mineralien sind farbiger Staub, Sand oder Stein, wie zum Beispiel Quecksilbersulfid. Nach ihrer Bildung haben Mineralgesteine die trockenen Dämpfe verbraucht, die sie in sich hatten, und enthalten daher nur noch die feuchten Dämpfe. Deshalb brechen oder bröckeln sie nicht, biegen sich nicht, glühen nicht vor Hitze und sind keine guten Stromleiter, da sie nicht von niederfrequenten Strahlen durchdrungen werden. Alle metallischen Erze sind ein Produkt der Dampfflüssigverdunstung. Sie sind gegossen oder formbar wie Eisen, Gold oder Kupfer. Diese entstehen durch die feuchten Dämpfe, die im Boden und in den riesigen Steinen eingeschlossen sind, wo sie aufgrund der Trockenheit zu einer einzigen Masse kondensieren und gerinnen. Ähnlich wie Tau auf der Erdoberfläche, in der Atmosphäre entstehen metallische Mineralien unterirdisch, jedoch entstehen sie vor der Trennung von der Luft. Metallische Erze waren potenziell Wasser, sind es aber nicht mehr, und sie entstehen nicht durch eine qualitative Veränderung des Wassers. Durch chemische Reaktion und die Kondensation der eingeschlossenen Dämpfe innerhalb eines Gesteins verwandeln sie sich in Erz, bevor der Dampf kondensieren kann. Metallische Erze enthalten jetzt nur noch die trockenen Dämpfe, weshalb sie glühen, schmelzen, von niederfrequenten Strahlen durchdrungen werden und gute Stromleiter sind. Die Erde atmet periodisch ein und aus. Sowohl poröse Böden als auch Steine sind für Luft und Wasser durchlässig. Die Luft enthält sowohl feuchte als auch trockene Dämpfe. Veränderungen aufgrund von Druck und Temperatur innerhalb der Erde verursachen chemische Reaktionen, die die Kristallstruktur eines Gesteins verändern. Aufgrund unterschiedlicher Bedingungen von Druck, Temperatur und der Zusammensetzung der ursprünglichen Gesteine haben wir eine große Vielfalt an metallischen und steinigen Mineralien. Jede Verdunstung wirkt sich auf die Kristallstruktur aus und erzeugt entweder Mineralgesteine und Kristalle oder metallische Mineralien. Verbindungen und Zyklen. Wie wir bereits erwähnt haben, tragen Materialien, sei es Gas, Flüssigkeit oder Feststoff, zwei Elemente in sich, die in Paaren existieren. Sie sind ein Element, während ein weiteres potenziell in ihnen vorhanden ist, und gleichzeitig stammen sie aus einem anderen Element. Nehmen wir zum Beispiel ein Mineralgestein. In der Vergangenheit, bevor es zu einem Mineral wurde, trug es alle Elemente als Gestein in sich. Es war sowohl Erde, Land, als auch feuchte, also Wasser, und trockene, also Feuer, Dämpfe, also Rauch. Durch trockene Bedingungen, Hitze und hohe Drücke wurde der Stein geschmolzen und erstarrte dann mit einer neuen Kristallstruktur, die keine trockenen Dämpfe mehr enthielt. Daher sind Mineralgesteine eine Kombination aus Elementen der Erde, des Landes und des Wassers. Das Gegenteil gilt für metallische Minerale. Ein Gestein trug vor seiner Umwandlung in ein Mineral ebenfalls feuchte und trockene Dämpfe.
Als die flüssigen Dämpfe schließlich überwogen und ihre Sättigung erreichten, fanden chemische Reaktionen in Gegenwart von Sauerstoff und unter geeigneten Temperaturen und Drücken statt. Diese Reaktionen veränderten die Kristallstruktur des Gesteins und wandelten es in ein Metall um. Das resultierende Metall enthält nur trockene Dämpfe und besteht diesmal aus Elementen der Erde, des Landes und des Feuers. Wir sehen dieses Recycling und die Kontinuität in der Natur und den Materialien, die die Welt altern lassen, aber auch regenerieren. Ein Komet könnte einst die Ursache für ein Erdbeben gewesen sein. Felsen auf der Erdoberfläche könnten einst unterirdisch gewesen sein. Ein Wind könnte Blitz oder die Bildung von Mineralgestein verursacht haben. Und Regen könnte einst Feuchtigkeit gewesen sein, die unterirdisch Metalle erzeugt hat. Punkte, die einst unter dem Meer lagen, wurden herausgeschleudert und zu Land. Tropische Gebiete wurden eingefroren und gefrorene Gebiete wurden warm. Da jede Bewegung im sublunaren Feld, also unterhalb des Mondes, unterhalb des ätherischen Feldes, auf und ab erfolgt, scheint es, als ob die Veränderungen in einer kreisförmigen Bewegung stattfinden. Unsere Welt ist voller Kreise und Zyklen, denn der Kreis ist die perfekte Form und wir dürfen nicht vergessen, dass auch das ätherische Feld in Zyklen agiert, also sich in Zyklen verhält. Ich habe das jetzt zum 20. Mal eingesprochen. Ich lasse es jetzt so. Danke für euch, für euer Verständnis. Nichtsdestotrotz, das soll es zum ersten Teil über Mineralien gewesen sein. Als nächstes schauen wir uns dann den kompletten Kreislauf an, wie die Dinge unter der Erde, über der Erde und allgemein im sublunaren Raum, also unter dem Mond, unter der Mondscheibe entstehen. Und dann schauen wir uns das Periodensystem ein bisschen an und gehen auf die Edelgase ein, die ja über die Dichte nach oben oder unten steigen, denn Gravitation ist nicht notwendig. Ja, das soll es dazu gewesen sein. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ist wieder ein interessantes Thema mit den Gesteinen. In dem Buch Vibes of Cosmos werden viele Dinge erklärt, die man so gar nicht auf dem Schirm hat. Ist auf jeden Fall immer wieder eine wunderbare Sache. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich kommentiert, einen Daumen da lasst. Es gibt auch zwei andere Sachen, die ich hier mal erwähne. Ich mache nicht oft Werbung für irgendwelche Sachen oder Battle um irgendein Geld oder sowas. Nur wer will und kann, darf mich gerne unterstützen. Bei YouTube gibt es da Möglichkeiten mit einer Mitgliedschaft. Dort gibt es sogar eine Mitgliedschaft, wo man einmal im Monat mit mir persönlich ein Gespräch führen möchte oder kann, wer möchte. Und dann gibt es auch Buy Me a Coffee, das ist eine Seite, ist in der Videobeschreibung verlinkt. Dort kann man auch für einen schmalen Taler mich monatlich unterstützen und dort gibt es auch die Möglichkeit, über eine Mitgliedschaft ein persönliches Gespräch mit mir zu halten, einmal im Monat, wer möchte. Dort darf es auch um alles gehen und eventuell findet man da ja Freunde und es ist immer schön, sich mit jemandem zu unterhalten, der ja offen ist, zumindest offen. Ne? Es kann ja auch jemand sein, der nicht an die flache Erde glaubt, aber offen ist, sich die andere Seite anzuhören. Das ist immer das Wichtigste, denn es geht nicht so sehr darum, auf seinem Standpunkt zu beharren, sondern in den Dialog zu gehen. Nur mit dem Dialog schafft man Wissen und auch eine Basis. Und wenn alles freundlich vonstatten geht, dann ist das noch viel besser. Kommentare mit persönlichen Angriffen lösche ich konsequent, auch ohne Erklärung, wenn ein wissenschaftlicher oder guter Dialog stattfindet, dann lasse ich das natürlich gerne zu. Hart, aber fair und nicht unter die Gürtellinie. Ja, das soll es dazu gewesen sein. Ich freue mich riesig auf die kommenden Folgen und vor allem freue ich mich riesig, wenn ich dann irgendwann rausgehe und die Gespräche auf die Straße bringe. Ich bin extrem gespannt, was so der allgemeine Diskurs ist und wie die Leute reagieren, wenn man mit der flachen Erde daherkommt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, freue mich darauf. Ich suche noch einen Kameramann, mal sehen, ob sich da noch jemand findet. Ansonsten schnappe ich mir jemanden aus meiner Familie, hat er keine Wahl. Ja, lasst es euch gut gehen. Schönen Abend, schönen Nachmittag, schönen Tag. Bis bald.